Hallo Leute und willkommen zum nächsten Part Ender Games, nachdem wir beim letzten Mal den Torben besiegt haben, obwohl er high war. Und haben wir ihm trotzdem im Wascher gegeben. Ich wurde ja auch zurückgesetzt. Das zählt nicht. Und ja genau, der Torben ist wieder dabei. Richtig. Und wir sind natürlich noch immer mein Lieblingsgeat. Und ich weiß noch immer nicht, was ich mir als nächstes hole. Eventuell Kangaroo, aber ich weiß es noch nicht. Oder ich hole mir mal Morpha. Bist du jetzt Zielsucher? Jo. Muss ich in den Torben? Ja. Ich sehe das gleich eh beim Start. Ich hätte verdammt nochmal Techniker nehmen sollen, ey. Wäre richtig klug. Hä, bin ich gerade dumm in meinem Hirn? Ich habe Steuerung anstatt Shift gedrückt und deswegen habe ich die Dinger in die Hand genommen. Und deswegen habe ich nichts außer zwei Redstone bekommen, aber ich bin noch vor Tobi an Land. Ach, Torben ist Techniker. Habe ich gehört. Ja. Ich habe schon ein Viertel Kill gemacht, deswegen habe ich schon Goldschuhe. Das klingt gut. Das wäre irgendwie voll geil, wenn man so pro Schlag was bekommen würde. Guck mal da hinten, dieser hässliche Lava-Bug, Tobi. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, du warst gerade noch bei mir, Alter. Track mich doch mal. Ich steuere jetzt auf eine Kiste zu. Ich kann mich jetzt nicht mit sowas abgeben wie dir. Doch. Das ist unter meiner Würde. Soll ich dich boxen kommen? Dann boxe ich dich, wenn ich dich boxen komme. Hä, ja, was? Das ergibt gar keinen Sinn. Ja. Ich nehme mir mal meinen Crafting-Table mit. Weil ich nicht genug Holz habe, falls ich mir einen neuen machen muss. Ich nehme nie noch einen mit. Nee, ich habe mir jetzt das erste Mal einen mitgenommen, weil ich dachte, ich bin einmal klug. Falls ich jetzt gleich neue tolle Sachen finde. Oder einen Kill gemacht habe. Zum Beispiel... Alter Junge. Das war dumm. Ich möchte gerne ihn killen, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Herzlichen Glückwunsch, Torben. Du bist echt gut. Er hat hier zwei Enderperlen. Ich werde von einem Barbar getötet. Das ist immer scheiße. Ich habe gerade einen Barbar getötet. Jetzt schicke ich einen anderen. Okay, ich spreche jetzt wieder richtig, Leute. Ach ja, stimmt, wir nehmen ja auf. Richtig. Ah. Ich habe eine Kiste in meiner Nähe gehört, die ist dort oben auf einem Baum befindet. Gerade meine Enchant-Dinger da oder so. Boah, das war wie... Wahrscheinlich bin ich eher geistig behindert. Mann, das war richtig cool, wollte ich sagen. Weil ich habe was richtig Cooles gemacht. Ich bin so richtig hoch an den Baum gesprungen und ich konnte mir die Kiste nur holen, weil ich vorher Blätter abgebaut habe an diesem Baum. Hä? Hä, muss ich das jetzt verstehen oder gibt's da irgendwie eine Besonderheit beim Verstehen von Torbens? Nein, das ist ganz normal. Nur ich muss immer fast ein wenig mich räuspären. Ich habe gerade einen gefinisht. Ich glaube, der fand das nicht so toll. Gefinisht hast du ihn. Bei mir sind alle so weit weg, dass ich dann immer zu Kisten renne, weil die hier direkt neben mir sind. Ach, obwohl komm, das gar keinen ich Sinn macht. Eh immer weg. Ich habe richtige Scheißrüstung. Und ich muss Leute kennen. Und da unten steht auch einer. Komischer Typ. Der und der macht gerade komisch. Und wahrscheinlich voll Damage. Aua, er hat mich aber mit einem bösen Eisenschuh getoben. Oh, er hat mich mit einem bösen Trank abgeworfen. Das fand ich aber nicht nett. Scheiße! Ich kriege auch den Namen! Ich glaube, Torben ist gerade tot, aber ich achte nicht auf den Chat, Leute. Wieso werfe ich jetzt wieder meinen Goldhelm weg, Alter? Ich bin der Behinderte. Wieso bin ich denn so dumm, Tobi? Weißt du, ich hätte ihn locker gekriegt und dann trinke ich so einen Scheiß... Ja, da bin ich gestorben. Hattest du irgendwelche guten Sachen? Nee, ich hatte nichts. Stimmt, ich hatte gar keine Rüstung. Vielleicht habe ich auch deswegen so schnell Damage gekriegt. Oder vielleicht, weil er mir vorher einen Trank des Direktschadens reingeworfen hat. Es könnte sein. Aber es ist mir egal. Ja, wo habe ich das Dia-Schwert? Leute, ich bin ganz von der Rolle. Weil der ein Dia-Schwert hatte hier... ich auch nicht. Ich hatte Mann, Alter, was ist mit uns los in letzter Zeit, Torben? Wir sind irgendwie geistig behindert geworden. Ja, und ich bin richtig schlecht gerade. Das warst du schon immer. Nein. Geistig behindert waren wir eigentlich auch schon immer. Aber trotzdem, liebe Leute.
Mann, jetzt nehme ich nicht mal den Lava-Eimer mit, Alter. Ich hasse mich gerade. Ist hier irgendwas Interessantes? Nö. Das heißt, wir craften uns... da steht ein Crafting Table. Wir craften uns einen Crafty. Ach Leute, lauft doch nicht immer so weit weg. Hm. Aua. Doch, ich hab doch den Lava immer mitgenommen. Wieso frage ich mich die ganze Zeit, ob ich behindert bin? Obwohl ich die Antwort eigentlich weiß. Wie viele leben noch? Hm, doch noch so viele. Ich dachte, Mann, Alter, was ist mit mir heute los? Was soll ich sagen? Ich komme nicht mehr aus dem Wasser raus. Ich glaube, das sagt alles. Aber ich kill trotzdem irgendwie die Leute, was weniger komisch ist. Was ja eigentlich gegen die Leute spricht. Also gegen deren Klugheit. Aber trotzdem. Ich habe gerade mein Dia-Schwert verloren. Und das hatte so schön Bane of Arthropods. Jetzt habe ich mir schon mein zweites Dia-Schwert gecraftet. Ich habe nicht Gesundheit. Ich habe nicht kniest. Aha, sondern? Hm? Was war's? Nicht geräuspert. Ich bin erkältet. Ich finde es sehr interessant, wie deine Räusper-Dings klingen. Aber gut. Oh, hi. Hä? Lol, er ist hochgeflogen. Oder bin ich jetzt geistig behindert? Ne, er ist kein Gro, okay. Mein Gott, Alter, du geistig behinderter Typ. Ich dachte jetzt schon, du hackst. Das ist ja absoluter Bullshit. Dass er gehackt hat, ja, leider. Ich wollte hier irgendwas mitnehmen. So, danke, lieber Bogen. Can I have your daughter for the rest of my life? Can I have your daughter? Oh, Endkampf. Und ich werf mich erstmal in rein. Hat er dir irgendwie eingekillt? Nein, er stand einfach nur so rum. Perfekt! Nein, keine Lust zu schwimmen, dafür bin ich zu gut. So. Trank rein. So. Vernünftig war, wenn ich meinen Gegner so sehe. Hä, was machst du denn jetzt, Gegner? Bist du... Aua. Finish! Ich hau dann eine Zeitlupe rein, wenn ich dran denke. Okay, für diesen... epischsten Kill ever mit diesem Psch. Verabschiede ich mich für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Alter. Und schreibt mal Hashtag Gesundheit für Torben in die Kommentare. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Nicht vergessen zu abonnieren. Und tschüss.